Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge Podcast von Sven Heidenreich, Folge 983. Aufzeichnungsblatt. Genau. Anhalten. Genau, Taste. Wir sind wieder im Aufzeichnungsblatt und machen Sperrung. Wir sperren also das iPhone. Ich gehe jetzt erstmal aufs Klo nebenbei noch, aber das ist für euch ja egal. Ja, ich grüße euch auf jeden Fall zu dieser aktuellen Folge. Es ist nichts Besonderes, nur einfach mal wieder um eine Folge zu machen. Ich habe jetzt mal einfach das gemacht, was für euch vielleicht selbstverständlich ist, aber für mich ist es einfach normal, dass ich erst, ich habe jetzt einfach mal das Telefon in die Ladestation gestellt und so ist das. Und jetzt, und habe das Telefon auch auf leise gemacht, also nicht auf aus, sondern auf leise. Und so, dass ich in Ruhe meinen Podcast aufnehmen kann, denn natürlich stört mich das persönlich nicht, wenn ich unterbrochen werde, und ich freue mich über jeden Anruf, der reinkommt, so ist es nicht. Aber es ist ja doch irgendwo so, dass man die Folge ja auch machen möchte, und wenn ich dann Kaffee trinke oder meinen Kaffee mache und so. Naja, einfach mal, um mir ein bisschen Ruhe in der Folge zu gönnen. Ja, meistens ist es ja so, dass ich das Festnetz dann bei habe und dass ich dann, wenn es vielleicht klingelt, dann gehe ich halt ran. Aber jetzt habe ich mir einfach mal gesagt, okay, mit den wichtigsten Leuten habe ich ja heute schon gesprochen. Also wenn ein Anruf kommt, dann kann derjenige entweder nochmal anrufen oder mir eine Nachricht schicken. Handy ist ja auf Flugmodus. Das ist immer am besten. So kann man in Ruhe eine Folge machen. Das ist immer sehr, sehr... Manchmal ist es ganz cool, wenn man unterbrochen wird. Es gibt aber auch Fälle, wo man dann so sagt, okay, dann will jetzt aber auch die Folge mal fertig haben. Und hab gerade noch mit Flo gequatscht, hatten ein sehr cooles Gespräch auch, so wie immer, wir haben eigentlich immer gute Gespräche. Und da sind wir auf ein Thema mal wieder gekommen. Oft ist es ja so, wenn man so miteinander redet, kriegt man es erstmal gar nicht mit. Aber wenn man dann so drüber nachdenkt, dann so ist es halt. Dann merkt man einfach, wie interessant dieses Thema ist. Und wir haben uns so ein bisschen auch wieder mal über Anrufbeantworter unterhalten. Ja, der gute alte Anrufbeantworter. Und ich dachte mir, machen wir mal so ein Diskussionsthema auf. Anrufbeantworter. Braucht man das eigentlich heute noch oder nicht? Also ich muss gestehen, seitdem es nur noch diese Software-Varianten gab, also ich hatte früher ja auch meinen klassischen Anrufbeantworter, so wie ihr ihn kennt, mit Kassette, mit diesen kleinen Kassetten und zwei Knöpfen nur, und war wirklich sehr begeistert von sowas. Also ich fand diesen Anrufbeantworter wirklich der Hammer, weil der klang gut, es war Kassette und irgendwann musste man auch mal die Kassette wechseln, aber es war wirklich toll. Dann kamen ja irgendwann die digitalen raus. Da gab es halt von Löwe, der eine oder andere erinnert sich ja auch, sprechende Anrufbeantworter. Es gab auch von anderen Firmen die, aber die von Löwe waren einfach am besten zu bedienen. Und die waren auch sehr gut. Allerdings hat mir da auch schon die Sprachqualität nicht so gefallen. Also da ging es dann schon los, dass es so digital klang, wie ich immer sage. Aber man konnte ihn als Blinder halt komplett bedienen, weil er halt sprechen konnte. Und die meisten Blinden, mich eingeschlossen, bin es ja selber, hatten alle so ein Löwe-Teil. Leider ist mir mein Löwe-Teil damals kaputt gegangen. Und dann hatte das Löwe-Teil auch noch einen Nachteil. Man brauchte für den Anrufbeantworter auch so eine Blockbatterie, damit alles, was man da gespeichert hat, da drin auch nicht irgendwann mal gelöscht wird und so. Sondern man sagt, Batterie leer, bitte wechseln. Ja, an diesen Satz könnt ihr euch sicherlich alle noch daran erinnern, die ihr einen Löwe hattet. Das war der einzige große Nachteil, aber diese Dinger konnte man halt vollkommen alleine bedienen. So, dann ging es langsam irgendwann los mit diesen Boxen, also hier Fritzbox Anrufbeantworter oder dass die Anbieter dann sozusagen, und dann gab es ja auch Telefone mit integrierten Anrufbeantwortern. Da gab es halt nie so eine ideale Lösung. So, bei der Fritzbox ist halt das Problem, man muss halt vieles über die Fritzbox machen und über den, man muss halt auf die Seite der Fritzbox, man kann zwar schon Kleinigkeiten einstellen, aber wenn man so wie Ansagetext und sowas alles, dann muss man das natürlich auch über die Fritzbox machen. Also wenn ihr natürlich da eine andere Lösung wisst, könnt ihr mir das gerne sagen. Ich sage nur das, was ich weiß.
wenn es heute schon anders geht, dann ja, könnt ihr mir ja da einen Tipp geben. Aber ansonsten, also das, was ich so mitbekommen habe bis jetzt, und das hat mich immer davon von irgendwie abgehalten. Ich habe so gedacht, nee, und dann musste man da auch, da konnte man auch die Sekunden, also wie oft er klingeln soll und so. Das musste man aber alles über die Fritzbox machen. Ja. So, und dann habe ich mir natürlich gedacht, na toll, wenn ich jetzt also das Internet brauche, um meinen Anrufbeantworter richtig einzurichten, wozu brauche ich dann einen Anrufbeantworter letztendlich? Also das hat sich für mich irgendwie nicht erschließen können. Ich habe gesagt, also wenn ich so einen Anrufbeantworter habe, da muss es etwas sein, was ich bedienen kann, ohne dass ich dafür jetzt irgendwie auf eine Seite oder irgendwo rauf muss. Natürlich kann man auch vom iPhone, also von der Fritz-Phone-App einiges einstellen, denke ich. Das habe ich jetzt noch nicht so durch. Ich glaube, da kann man den Anrufbeantworter ein- oder ausschalten. Nachrichten abhören kann man da auch. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, einzustellen, wann soll er klingeln, Ansagetext 1, Ansagetext 2, ich glaube, das muss man über die Fritzbox machen. Also da geht man dann auf die Seite von der Fritzbox. Und das fand ich immer zu kompliziert. Also ich finde ja diese Seiten, also überhaupt dieses Navigieren auf der Fritzbox-Seite, das mag ich sowieso nicht so. Also da gehe ich gerade mal rauf, wenn ich irgendwie mal Updates ziehen will. Aber sonst, naja, jedenfalls, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, ich brauche keine Anrufbeantworter mehr. Ja, bei Handys gab es halt immer diese Mailboxen. Fand ich auch erst wirklich wahnsinnig interessant, weil das war so ein bisschen wie ein Telefonchat, nur ohne das ganze Blabla drumherum. Also das war ja so, das hat ja alles gesprochen und drücken Sie die Taste so und so, um ins Menü zu kommen und so. Ne? Also das hatte man ja, ne? War ja ganz lustig. Aber irgendwann gab es dann auch so eine Zeit, wo ich so gedacht habe, wozu braucht man denn heute eigentlich noch eine Mailbox? Man hat ja WhatsApp. Ja? Die Leute schreiben ein Jahr an oder schicken eine Sprachnachricht. Oder, ne? Also ich fing dann auch an, da so zu denken, Mailbox muss weg. So. Naja, und dann ist auch irgendwann die Mailbox verschwunden. Früher bei E-Plus konnte man sie ja nicht so schnell deaktivieren. Ich glaube, so war das. Inzwischen kann man ja bin ja bei O2. Da kann man ja die Mailbox wirklich ausschalten. Dann kamen ja auch so Funktionen wie Voicemail, also dass man halt dann auch die Nachricht auf dem Handy hat und so eine Geschichten. Ja, also verschiedene Möglichkeiten. Aber irgendwie hat mich das alles nicht so geflasht. Ich habe also immer so gedacht, nee, ich fand doch diesen klassischen Anrufbeantworter, also dieses Gerät, was du irgendwo anschließt und wo du dann halt deinen Ansagetext drauf machst. Irgendwie hat mir das besser gefallen. Ja, aber dann hatte ich mir irgendwann noch mal so einen sprechenden Anrufbeantworter gekauft, war aber nicht von dem so begeistert. Also der war von der Bedienung her nicht so doll. Also da war der Löwe noch weitaus besser. Ja, und seitdem bin ich vollkommen weg vom Anrufbeantworter. Und meine Überlegung ist jetzt halt wirklich immer noch, braucht man das heute eigentlich noch, ja oder nein? Also ich glaube, wenn es heute noch mal so einen sprechenden Anrufbeantworter geben würde, der halt auch wirklich... Der ist eine schöne Sache, gerade fürs Festnetz. Du kommst nach Hause, drückst auf den Knopf und der spielt deine Nachrichten ab, die du gekriegt hast. Ja. Andererseits, ja, man hat heute Messenger. Braucht man das eigentlich noch? Das ist die große Frage. Also bis jetzt sehe ich es so, dass ich, wenn ich nochmal so einen richtig guten, sprechenden Anrufbeantworter hätte, der auch gut an der Fritzbox hängt und gut zu bedienen ist, dann würde ich es mir sogar noch mal überlegen. Aber letztendlich ist es schon so, und so viele Leute rufen einen ja auch nicht an. Also es ist ja auch jetzt nicht so, dass man extrem viele Nachrichten hätte. Deswegen, das war ja früher anders. Früher ist ja viel mehr über das Telefon. Ja? Also die Kontakte, die man heute alle in WhatsApp hat, die hätte man früher im Telefon gehabt. Und dann hätten die halt alle deine Festnetznummer gehabt. Und das ist ja heute nicht mehr so. Heute wird eigentlich nur noch über Messenger kommuniziert und das eigentliche Telefonieren nutzt man halt eigentlich nur noch, ja, wenn man mit der Freundin telefonieren möchte oder wenn man halt noch was extrem Wichtiges mitteilen will, aber selbst dann benutzt man ja schon die WhatsApp-Telefonie oder die über den Messenger die Telefonie halt. Ja. Also das klassische Telefonieren über den Anbieter, das ist ja auch weitaus weniger geworden. Ja. Und es gibt ja, wie gesagt, es gab ja schon Leute, die gesagt haben, Festnetz braucht man nicht mehr. Da bin ich aber der Überzeugung und da lege ich auch immer noch meine Hand ins Feuer. Da bin ich immer noch der Meinung, Festnetz ist eine gute Sache und das kannst du einfach mit der normalen Handytelefonie nicht vergleichen. Und
Ja, das ist, wenn man einmal in den Genuss von Festnetz gekommen ist. Das einzige Problem an dem Festnetz ist immer noch, dass man kein Telefon hat, was vollständig zu bedienen ist. Ja, und die Fritz-Phone-App, ja, die ist ja nicht schlecht, aber die Qualität hat manchmal zu wünschen übrig. Also das ist halt doch nicht wirklich totale Festnetzqualität. Das ist auch der Grund, warum ich die zwar drauf habe, ja, ich habe sie auch auf meinem iPhone, logisch, weil die sagt mir auch an, wer anruft. Ja. Aber telefonieren tue ich mit meinem Fritz-Phone. Das Problem ist aber, dass das Fritz-Phone natürlich nicht vollkommen zu bedienen ist. Ja, also die viele Grundeinstellungen muss ich natürlich über die Fritz-Box machen. Darunter ist halt der Anrufsbeantworter, darunter ist halt auch ja, die Klingeltöne. Ne? Und das Einzige, was ich halt über Menü noch, oder über, ja, über Menü oder vielmehr über bestimmte Handgriffe halt schaffe, ist den Klingelton laut und leiser zu machen. Ja, also geht man mit dem Pfeil einen hoch und dann drückt man die 4, glaube ich, ist das. Und dann kann man mit den Pfeiltasten die Lautstärke ändern und dann drückt man auf OK und dann ist der Ton halt in der richtigen Lautstärke. Also das ist das Einzige, was ich so hinkriege, nur alleine mit dem Telefon. Alles andere muss ich an der Fritzbox oder vielmehr über die Seite der Fritzbox machen. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Also alles ist immer irgendwie mit Internet und verbunden und ist. Da denke ich manchmal schon, und da kann ich wiederum verstehen, warum die Leute denn sagen, was Festnetztelefon brauche ich nicht mehr, wenn sie doch sowieso letztendlich im Internet etwas einstellen müssen. Und gerade gut als Sehender kannst du natürlich vieles noch mit einem Festnetztelefon machen. Aber als Blinder bist du natürlich schon wieder Lese. Ja? Ich meine, gut, jetzt hat man natürlich heute schon Möglichkeiten, dass man mit Seeing Eye oder mit irgendwelchen Apps Sachen auslesen kann. Also klar, man könnte schon irgendwie den Bildschirm von dem Telefon so ein bisschen auch so ein bisschen auslesen. Dann nimmst dein iPhone, hältst du die Kamera so ran und dann sagt dir das Seeing Eye oder irgendeine App natürlich auch schon, ja, was drückst du da gerade? Also das ist ja alles schon möglich. Aber es ist alles immer noch sehr tricklig. Und ja, ein Telefon, das einfach zu bedienen ist und was man auch wirklich selbst einstellen kann, wäre dann natürlich viel optimaler. Und ich glaube auch, wenn es sowas gäbe, dann würden auch viele Blinde wieder sagen, Mensch, Festnetz ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Also ich glaube, das hängt auch viel mit der Bedienbarkeit zusammen. Und klar, so ein iPhone oder so ein Smartphone kann halt sprechen. So ein Smartphone, der ist halt bedienbar. Und so ein Festnetztelefon letztendlich, ja, da steht man dann da und sagt, naja gut, wenn das Ding nicht sprechen kann oder wenn das Ding nicht mit Zahlenkombinationen erreichbar ist, dann, ja, wozu brauche ich ein Festnetz? Und ja, wie gesagt, ich bin noch ein großer Festnetzfreund und ich bin auch wirklich froh, dass ich es noch habe. Aber ich weiß, dass natürlich die Zeit irgendwann mal vorbei sein wird. Also ich denke mal, dass irgendwann auch mal die Zeit kommt, wo Festnetztelefonie, ja, ich will mal nicht sagen ausstirbt, aber wo es halt wirklich nur noch wenig Menschen haben. Ja, weil natürlich, sein Smartphone hat man immer dabei. Ja, und man ist immer erreichbar und letztendlich die Messenger und so, das ist ja nochmal die Zukunft und man soll ja auch mit der Zukunft mitgehen. Ja, dennoch bin ich ein Freund des klassischen Anrufbeantworters. Ne? Ich fand das halt gut, es war halt ein Gerät, was man dazwischen geschaltet hat, es war ein Gerät, wo man einstellen konnte, nach 4-mal klingeln, nach 5-mal klingeln, nach 6-mal klingeln. Du hast deinen eigenen Ansagetext gemacht. Ne? Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Sven Heidenreich. Ich bin zurzeit nicht zu erreichen, aber ihr habt die Möglichkeit, nach dem Signalton eine Nachricht zu hinterlassen. Irgendwann hast du es auswendig gekonnt, aber egal. Hast es hier und da mal geändert. Ne? Oder wenn mal was Aktuelles war, dann hat man eine Weihnachtsansage gemacht. Also sowas fand ich schon cool. Irgendwie so, frohe Weihnachten, bla bla bla, oder frohe Ostern. Man hat ja viel damit rumgespielt. Ne? Man hätte das jetzt natürlich, ich meine gut, jetzt sage ich wieder was, wo ich wahrscheinlich wieder eine riesen Diskussionswelle in irgendwelchen Gruppen ausgelöst hätte, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ich wäre ja auch für so Begrüßungstexte in Gruppen. Also ich fände, natürlich müsste es eine Funktion sein, die man ein- und ausschalten kann. Aber ich fände es einfach auch irgendwie cool, wenn man in seiner Gruppe auch noch so eine Art, du betrittst eine Gruppe und dann kommt irgendwie ein schönes Lied am Anfang oder so ein, wenn gerade Weihnachten ist, dann wird dir irgendwie von, ne, frohe Weihnachten in der WhatsApp-Gruppe so und so. Also sowas würde ich natürlich total abfeiern. Ich weiß, die meisten von euch werden jetzt sagen, um Gottes Willen, das würde mich nerven. Aber ich bin so ein Fan davon. Ich finde einfach,
Man müsste die Möglichkeit haben, WhatsApp-Gruppen für einen selber noch so ein bisschen spaßiger zu machen. Also irgendwie, ne? Also das. Naja, auf jeden Fall der klassische Anrufbeantworter. Das war so eine geile Erfindung. Und ich muss sagen, die Kassettenteile haben mir da immer noch am besten gefallen. Gut, die kann man heutzutage ja gar nicht mehr groß benutzen. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, diese alten Teile an der Fritzbox anzuschließen. Ja, und natürlich müsste man die Kassetten ja auch wieder bestellen. Und die kriegt man ja auch nicht mehr einfach so im Handel. Und also das Ding ist sowieso durchgegessen. Aber abgegessen. Aber trotzdem, ich fand also dieses extra Gerät Anrufbeantworter, klar, die Softwarelösung ist auch eine gute Sache. Ja, gerade die jüngeren Leute werden letztendlich damit groß. Ja. Also ein 15-Jähriger, der würde wahrscheinlich sagen, was ist ein Anrufbeantworter? Sowas kenne ich überhaupt nicht. Und selbst wenn er das dann, wenn der oder die das dann kennt, na, damit wird so ein 15-Jähriger oder so gar nicht mehr groß. Ja, das ist. Die haben alle ihre Messenger und sind da erreichbar. Und, aber man muss dazu sagen, die Leute mussten sich halt noch was einfallen lassen. Ja, du musstest halt noch überlegen, was für einen Text sagst du. Ja? Heute brauchst du das natürlich alles nicht mehr. Ja? Und das ist natürlich auch so. Das hat natürlich auch Spaß gemacht, sich einen Text auszudenken, den man dann auf dem AB spricht. Das muss ja kein Standardtext sein. Ne? Gut, man hatte auch die Möglichkeit, so Standardtexte zu wählen. Gerade bei den digitalen Anrufbeantwortern oder gerade auch bei den Boxen, ne, also diese Einrichtung, diese Softwarelösung, wie ich es immer nenne, da hat man natürlich auch so, der Anrufer ist zurzeit nicht erreichbar. Sie haben die Möglichkeit, nach dem Signalton eine Nachricht zu hinterlassen. Haben viele natürlich auch sowas, ne? Da Leute, die nicht so gerne Texte einsprechen. Oder man nimmt halt von irgendwelchen Stars Anrufbeantwortersprüche. Ja? Also das ist natürlich auch immer so eine schöne Sache. Ja? Aber ja, der klassische Anrufbeantworter. Na, braucht man den heute noch oder nicht? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich bin ja eher dafür, mal ein richtig gutes Festnetztelefon zu haben, was ich auch selbst wirklich gut bedienen kann. Das wäre so mein Traum. Ja. Also das wäre wirklich einfach mal ein Festnetztelefon, wo ich meine Klingeltöne einstellen kann, wo ich auch vielleicht wirklich den inneren AB da benutzen kann. Und auf einfache Weise natürlich. Ja, und das finde ich halt immer ein bisschen schade, dass, ja, ich meine, auch die Fritz-Phones, also ich finde, die Mikrofone klingen da auch nicht so überragend, ja. Also, wenn ich manchmal so, ich habe ja auch, gut, das kann ja auch wieder am Dorf liegen, aber wenn ich manche Nachrichten von mir im Dorf höre, dann denke ich auch, ja, das klingt, als wenn jemand, keine Ahnung, das klingt nicht besonders schön. Also denke ich auch immer, das könnte alles besser sein. Ja, manche haben so eine klare Aussprache, wenn sie eine Nachricht hinterlassen, und dann höre ich meine Nachrichten immer und ich denke, ist das Mikrofon vom Fritzfon wirklich so schlecht? Oder ist es mein Internetanschluss? Oder empfinde ich das so, weil ich die Nachricht aufgesprochen habe? Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, gut, viele werden auch mit dem Handy, mit dem Smartphone da anrufen und also ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, egal. Jedenfalls Anrufbeantworter mit Kassette, das war natürlich geil. Ja. Wie gesagt, mein Anrufbeantworter hatte nur zwei Knöpfe. Ja. Mit dem einen Knopf hast du die Nachricht abgehört. Mit dem anderen Knopf, der hatte zwei Funktionen. Ich glaube, der erste Knopf, wenn man ihn nur einmal gedrückt hat, hat er, glaube ich, gespult. Oder, nee, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wenn man ihn lange gedrückt hat, dann konnte man den Ansagetext aufsprechen. So war das. Ne? Und das war schon cool, dass man mit zwei Knöpfen das ganze Ding irgendwie bedienen konnte und die Qualität auch einigermaßen war. Das war auch kein Sprechender oder so. Ne? Das war ein ganz normaler mit Kassette. Dann hatte ich halt meinen Löwe. Und da waren halt so Sachen geil wie Fernabfrage. Das war ein Hit damals, ja. Du konntest durch einen Fernabfragecode, wenn du irgendwo anders warst, hast deine Nummer angerufen, hast irgendwie auf, ich weiß nicht, was war das, Raute oder was, ich keine Ahnung, und dann halt diesen Fernabfragecode eingegeben und dann konntest du halt von, weiß ich wo, deine Nachrichten abhören. Na, wie geil war das, ja.
Also das war ja auch so eine Aktion, die ich irgendwie gefeiert habe damals, ja. Also, wobei, ich weiß gar nicht, ob das bei den Kassettenteilen schon ging. Da bin ich jetzt, das habe ich nie versucht. Aber gut, die hatten ja auch nie sowas, wo man das einrichten konnte. Aber ja, das waren so Highlights dann. Ne? Und dann irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich brauche das eigentlich gar nicht mehr. Und heute ist es so, heute 2024, denke ich manchmal, Mensch, eigentlich war ja so ein kompletter Anrufbeantworter, den man wirklich selber bedienen konnte, wo du halt den Ansagetext gemacht hast, wo du halt auch den. Ja, da gab es auch so eine Memo-Funktion. Das fand ich halt auch ganz geil. Memo, hat der Löwe immer gesagt. Und da konnte man dann selbst eine Nachricht drauf sprechen. Ja? Also die wurde halt unter den normalen Nachrichten gespeichert. Aber das fand ich zum Beispiel ganz gut, wenn man sein Diktiergerät gerade mal nicht bei hatte und man saß zu Hause und hat irgendwie einen Anruf bekommen und jemand hat einem was gesagt. Und man hat dann auf Memo gedrückt und hatte eine Nachricht aufgenommen. Jetzt sprechen, hat er immer gesagt. Das war, also das würde ich heute total oft nutzen, glaube ich. Ja, also gerade wenn man sich irgendwas merken muss oder irgendwelche Codes, die man dann geschickt bekommt, und man, oder sowas, und dann nimmt man den schnell auf so ein, als Memo oder so. Also das fand ich wirklich eine schöne Gedächtnisstütze auch. Und schon deswegen, ja, aber den von Löwe gab es ja dann irgendwann nicht mehr. Und die anderen sprechenden Anrufbeantworter waren nicht mehr so zugänglich wie der von Löwe. Es gab ja mehrere von Löwe, aber hat ja jeder auch einen anderen gehabt. Aber die Hauptfunktionen waren halt immer dieselben. Ne? Hier ist übrigens eine Katze. Das ist Blacky, der Dicke. Blacky, der Dicke. Der dicke Blacky. Ja, Blacky. Ja, was denn los? Ha? Fressack. Ja, aber wie gesagt, das war halt wirklich so eine Sache. Und heute benutzt man eigentlich gar keinen Anrufbeantworter mehr. Ne? Also ich überhaupt nicht. Ich bin immer verwirrt, wenn ich doch noch mal jemanden anrufe und darauf sprechen soll. Also dann denke ich immer so, hä? Okay, ja. Also das hat sich natürlich alles total verändert. Und weil gerade durch WhatsApp und durch Facebook und wenn ich dann die Sprachqualität vom Messenger höre, also muss noch mal auf die Sache mit Jorven zu sprechen kommen, also jetzt nicht wegen ihm, sondern also mich hat es einfach wirklich umgehauen, wie gut die Sprachqualität vom Facebook Messenger ist, wo ich dann so denke, komisch, da haut die Qualität hin. Gehe ich in WhatsApp rein, ist die Qualität wieder so mittelmäßig, wo ich dann so denke, warum kann man nicht das angleichen und sagen, okay, ist doch beides von Facebook, warum kann nicht die Sprachqualität vom Messenger oder andersrum, warum kann nicht die Sprachqualität von WhatsApp genauso gut klingen wie bei Facebook zum Beispiel? Ne? Und die ist echt super. Also probiert das mal aus. Verschickt mal Sprachnachrichten über den Messenger. Ihr werdet wirklich merken, das ist Wahnsinn. Also klar, die sind jetzt auch nur in Mono. Wer braucht schon eine Sprachnachricht in Stereo? Also so verrückt wäre ja nur ich. Ja, die Höhen sind total klar. Ne? Also gerade wenn einem eine Freundin irgendwas schickt, zum Beispiel, stelle ich mir immer so vor, und man hört dann so richtig diese Qualität. Und ne? Bei WhatsApp ist ja immer alles so gedämpft, wenn man nicht gerade eine Audiodatei schickt oder so. Oder die Datei auch noch als Dokument verschickt, dann ist sie natürlich auch in der Originalqualität. Aber das ist schon geil, was andere Messenger teilweise aus ihrer Sprachnachrichtenfunktion rausholen. Und dann hörst du WhatsApp und denkst, oh Mann, ey, also da könnt ihr doch wenigstens auch mal was drehen. Und es kann auch nicht sein, dass da die Ausrede gilt, naja, die sind großes, die Server und von wegen Speicherplatz und so. Also wenn andere das auch können, ja, dann kann WhatsApp das auch. Ja, also die Gründe finde ich dann immer sehr lächerlich. Also zu sagen, ja, das machen die deswegen, musst du sagen, ja und? Trotzdem kann man es machen. Und ja, also das fände ich wirklich schön, wenn die Sprachqualität bei WhatsApp auch ein bisschen besser wäre. Ne? Ja, aber gut, das ist auch wieder eine Geschmackssache. Dem einen, dem anderen reicht es natürlich auch. Ne? Viele kriegen es ja gar nicht mit. Also ich denke mal auch viele, gerade unter den Sehenden, die denken natürlich erst recht nicht drüber nach. Ist das jetzt gute? Ja, man versteht den anderen ja und fertig. Ne? Also das ist halt auch wieder so ein
Vielleicht ist es auch wieder so ein Blindenproblem oder vielleicht ist es auch ein Sven-Problem. Aber ich glaube, das Problem ist einfach auch immer, wenn man den Vergleich hat. Ne? Also wenn du einen anderen Messenger hast, wo es einfach besser ist. Und du denkst, Mann, eigentlich wäre doch geil, wenn die jetzt alle auf Facebook-Messenger umsteigen würden. Ja, zum Beispiel. Aber machen ja die meisten nicht. Selbst Signal klingt etwas besser. Telegram klingt etwas besser als WhatsApp. Ja? Aber die meisten haben halt WhatsApp. Ja. Und ja, aber da kann man ja immer noch sehen, oder besser gesagt, mal gucken, was da noch passiert. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit, die Sprachqualität der Sprachnachrichten einzustellen. Ich fände sowas mal wirklich geil. Also das wäre wirklich mal für mich eine Revolution eines Messengers, wenn der wirklich sagen würde, du kannst hier die Sprachnachrichtenqualität. Und dann von mir aus, dass die Nachrichten halt, dass es halt irgendwie nicht mehr über den Server läuft, sondern über, sagen wir mal, die besseren Nachrichten werden dann halt von iPhone zu iPhone, ne, dass das halt nicht mehr so auf den Servern oder sowas, ich weiß nicht, da kann man da bestimmt auch was machen. Ja. Aber ich fände es halt schön, wenn man wirklich mal so eine Option beim Messenger hätte, Sprachnachrichten einstellen, in was für eine Qualität, Mono, Stereo. Weil der Vorteil daran wäre, dann bräuchte man einfach auch nicht mehr extreme Audiodateien verschicken oder so. Ne? Weil warum verschickt man die? Weil die besser klingen. Ja? Und das alles bräuchte man ja dann nicht mehr, wenn man auch wirklich eine wirklich schöne Sprachnachricht den Leuten bieten könnte. Ja, ich meine, wenn ich meiner Freundin wirklich was Liebes sagen möchte, wenn ich eine hätte, dann soll das ja auch einigermaßen schön klingen. Ja? Oder wenn ich ihr was vorsinge oder so und ihr ein Lied schreibe und schicke ihr das. Naja, dann schicke ich ihr das natürlich als Audiodatei oder so. Ich meine, klar könnte ich sie auch als WhatsApp-Nachricht schicken. Das klingt dann halt nicht so schön, aber wenn es ihr reicht, ist es auch okay. Aber man will halt auch, dass die Freundin auch wirklich alles raushören kann und es wirklich genießen kann. Und da wäre natürlich cool, wenn man das einstellen könnte. Ne? Wenn es dann so Einstellungen gäbe wie für Musik oder normale Sprachnotiz oder Mono-Stereo. Ne? Also ich fände sowas einfach mal wieder eine schöne Spielerei und es würde in den Messenger, egal welchen, einfach mal aufwerten, ja, dass man das einstellen kann. Ja. Also ich kenne keinen Messenger, weil die Bildqualität kann man doch auch überall einstellen. Ja? Überall hast du, wenn du ein Video schickst, du kannst es in HD versenden, du kannst es in weiß ich nicht was versenden, du kannst es in Originalqualität versenden. Warum gibt es das bei Sprachnachrichten nicht? Ja? Finde ich unfair. Ich finde, auch als Audiomensch sollte man doch auf seine Kosten kommen, sage ich jetzt mal. Und das fände ich einfach cool. Stellt euch das doch mal vor. Du kannst vorher einstellen, wie die Sprachnachrichten klingen sollen. Ja? Und das wäre doch optimal. Ja? Also das wäre doch eine Revolution für so einen Messenger, wenn ihr das machen würde. Ja? Also ich finde immer gut, wenn man etwas selbst einstellen kann. Also alles, was ich selber einstellen kann, wo ich ein Menü habe, wo ich sagen kann, das möchte ich so und so haben, finde ich immer gut. Ja, weil so kann man immer selbst entscheiden, wie soll etwas klingen. Möchte ich heute mal, dass die Sprachnachricht nicht so doll klingt, weil ich will jemanden einfach nur eine Telefonnummer durchsagen. Das soll nur so verständlich sein, aber es soll jetzt nicht von der Sprachqualität extrem sein. Ne? Oder möchte ich jemanden ein Gedicht vortragen, dann sollte die Sprachqualität natürlich gut sein. Ne? Also oder möchte ich jemanden eine Atmosphäre vermitteln plus Sprachnachricht? Ne? Dann brauche ich eben nicht die WhatsApp-Sprachnachricht so zu nehmen, wie sie ist, sondern ich kann sagen, okay, dann stelle ich sie halt auf Atmosphere oder sowas und dann, ne, also das, sowas fände ich einfach cool, wenn Messenger mal auf so eine Idee kommen würde. Ja. Klar werden viele wahrscheinlich damit überfordert, aber das ist ja auch einfach nur so ein Traum von mir. Also seht das jetzt nicht als Meinung oder als Kritik, sondern seht das einfach als Svens Spinnerei in seiner Wohnung. Ich glaube, wenn man das so sieht, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser damit umgehen. Also es ist ja auch oft so, vieles, was ich sage oder vieles, was ich mir vorstelle, ist ja auch nicht, es ist auch eine Träumerei. Ich bin ein Träumer, ich bin ein Mensch, der einfach sich Sachen vorstellt, ob die jetzt nun möglich sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ja, wo wären wir, wenn man nicht träumen kann? Ne? Und ich finde einfach, ja,
Es macht ja auch Spaß, über Sachen zu reden, die eigentlich gar nicht möglich sind. Aber ja, viele von euch haben ja sicherlich irgendwelche Vorstellungen und denken, ja, was wäre, wenn... ja. Und ein Sprachmenü für den Messenger, egal welchen, ja, wäre doch cool. Wenn es Bildermenüs gibt, wenn ich entscheiden kann, wie mein Bild hochgeladen wird, dann möchte ich auch entscheiden, wie meine Sprachnachricht klingt. Ja. Und tut mir leid, also da hat WhatsApp wesentlich abgebaut. Ja, also das wird ja immer schlimmer teilweise. Also wenn da nicht noch irgendwann mal was passiert, irgendwann verstehst du die Leute gar nicht mehr. Also so schlimm wird es natürlich nicht, aber... Ja, das, aber trotzdem, es ist einfach traurig, wenn du dann hörst, was passiert da eigentlich und die Aufnahme könnte so gut sein. Ja, ich meine, genau das Gleiche denke ich ja auch zum Beispiel über das iPhone und überhaupt über Smartphones. Smartphones haben eigentlich super Mikrofone drin. Ja, also eigentlich sind die Mikrofone richtig gut. Das Problem ist nur oft, dass die durch Geräuschunterdrückung und Filter und keine Ahnung, da wird so viel unterdrückt von dem, was das Smartphone eigentlich könnte. Ja? Und ich sehe ja schon bei meinem iPhone 10S Max, wenn ich mit dem Ding Mono aufnehme, was da für klare Höhen sind. Und dann frage ich mich wieder, warum, wenn ich ein Stereo mache, warum habe ich da diese klaren Höhen nicht so wie beim Mono? Ja? Warum habe ich da wieder das Gefühl, dass da irgendein Filter drauf ist? Sobald ich weiter weggehe, hat man wieder dieses ganz leise Säuseln. Das ist nicht schlimm. Aber warum kann man den iPhone oder dem Handy nicht einfach mal sagen, Geräuschunterdrückung oder weiß ich was, wie man das jetzt nennen mag, ausschalten? Dass man wirklich, ja, dann würde es halt ein bisschen rauschen, die Aufnahme, ne? Aber gerade auch bei der Sprachmemo-App, die ist so super. Jetzt stellt euch mal vor, man könnte jetzt im Menü des iPhones noch einstellen, Hintergrundgeräusche ein, Hintergrundgeräusche raus. Ne? Und ich würde natürlich sagen, ich würde die Aufnahme mal so nehmen, wie sie halt, dass man halt gerade den ganzen Raum hört. Ne? Also ich, außer man hat jetzt wirklich eine verdammt gute Isolation. Ne? Also es gibt ja auch Apps oder Programme, die die Stimme richtig gut isolieren können. Inzwischen klappt das ja gut und vor allen Dingen auch mit künstlicher Intelligenz, wie der eine YouTuber, der da einen Zug aufgenommen hat und du hörst nicht mal den Zug. Ja, also das ist schon erstaunlich, was der da rausgeholt hat und wo ich dann so denke, boah, also das ist heute möglich. Ne? Aber das andere muss doch auch möglich sein. Also dass ich halt sagen kann, okay, ich nehme jetzt eine Sprachmemo auf, möchte aber auch, dass wirklich alle Hintergrundgeräusche da sind, dass nichts zurückgefiltert wird, dass auch wenn jemand weiter weggeht, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding einfach weiter weghalte, dass dann irgendwie auch wirklich alles da ist. Ne? Und das müsste doch eigentlich möglich sein. Und da glaube ich einfach, dass die Smartphones einfach mehr könnten, wenn die Anbieter das zulassen würden. Also die Hersteller oder. Ja, also ich glaube schon, dass man selbst aus einem iPhone 10S Max, was ja das erste Ding war, oder ich glaube das erste oder 10R oder so, das waren ja die ersten mit Stereoaufnahme. Also ich glaube schon, dass selbst aus denen könnte man bestimmt noch mehr rausholen. Ja, und wenn man. Ja, die jeweiligen Einstellungen hätte in den Apps, ne? Also wirklich Hintergrund zuschalten, ne? Dieser erweiterte Modus. Also man hat ja jetzt auch beim Gespräch, klar beim iPhone 10S Max geht das natürlich nicht, aber es gibt ja zum Beispiel auch wenn man jetzt Gespräche führt, da kann man ja auch Voice-Isolation, also wenn man jetzt, man ruft jemanden an, dann kann man über das Kontrollzentrum auf Mikrofon gehen, und da kann man dann einstellen, erweiterter Modus, oder erweitertes Spektrum, genau so heißt es, glaube ich. Erweitertes Spektrum, Voice-Isolation und normal oder automatisch gibt es da irgendwie auch noch. Aber sowas fände ich halt gut, wenn es in sämtlichen Aufnahme-Apps so wäre. Also wenn man dann wirklich sagen könnte, willst du jetzt das breite Spektrum? Also wenn ich jetzt hier in der Sprachmemo-App zum Beispiel ins Kontrollzentrum gehen könnte und könnte jetzt auf Mikrofon gehen und könnte jetzt sagen, will ich Voice-Isolation, will ich erweitertes Spektrum, dass halt praktisch alles aufgenommen wird, also ohne dass irgendein Filter zugreift. Das fände ich richtig geil. Ja? Also ich mag ja diese Aufnahmen, wo man halt wirklich keinen Filter hört, wo man wirklich,
Also es ist schon manchmal ganz unheimlich, selbst bei der Sprachmemo-App, überhaupt wenn man mit dem iPhone aufnimmt, du hörst erstmal dieses Rauschfreie. Das ist schon mal erstmal, ich meine, ich finde es gut, wenn die Aufnahme nicht rauscht. Aber es zeigt natürlich auch, dass da irgendein Filter drauf ist. Ja, sonst würde es ja so ein bisschen rauschen. Und egal, ob du jetzt Recorder HQ nimmst oder Just Press Record oder hier Sprachmemo-App oder egal, welche Stereo-App du nimmst, du hörst aber immer so einen leichten Filter. Also das heißt, sobald du weiter weg gehst, wird die Stimme so ein bisschen unklarer. Das ist jetzt nicht extrem, aber es ist, ne, es gibt, bei einigen Apps hört man es mehr, bei den anderen weniger. Aber da fände ich halt gut, wenn man da gegensteuern könnte und wirklich sagen könnte, sagen wir mal über diesen Mikrofon-Button, okay, wie willst du die Mikrofone jetzt haben? Sollen die alles aufnehmen? Sollen die jetzt wirklich nur die Stimme aufnehmen? Dann wird alles weggefiltert. Ja, also ich fände es halt cool, wenn die Aufnahme-Apps Zugriff auf dieses erweiterte Spektrum Voice-Isolation hätten. Also ich kann euch das ja mal präsentieren. Ich hoffe, dass jetzt mein Sprachmemo nicht mehr in Streich spielt, aber Aufzeichnungsblatt. Ich glaube nicht. Taste. Kontrollzentrum. Flugmodus. Umschalttaste. Bin jetzt im Kontrollzentrum. Fährt nicht aus. Ortung ein. Flugmodus. Dienste in Verwendung. Mikrofon. Ort. Taste. Genau, hier haben wir schon mal das Mikrofon. Strom. Dienste in Verwendung. Geh mal da rein. Dienste in Verwendung. Datenschutz. Sprachmemos. Mikrofon. Standort. Standort. Ja, und wir haben hier leider nur den Standort. Mikrofon. Jetzt stellt euch mal vor, man könnte jetzt hier einstellen. Standort. Mikrofon. Ich kann das Mikrofon ja mal anklicken, aber. Mikrofon. Nein, da passiert nichts. Man fliegt nur. Sprachmemos. Anhalten. Genau. Aber stellt euch mal vor, man könnte jetzt über diese Funktion wirklich einstellen, wie das Mikrofon in der Aufnahme-App reagieren soll. Ja, also ob jetzt mit Filter oder ohne Filter. Ne, also Voice-Isolation, wenn das wirklich möglich wäre, auch in den Aufnahme-Apps. Das wäre doch cool. Ne? Da würde ich nämlich das breite Spektrum nehmen. Und dann hätte ich wirklich eine richtig ungefilterte Aufnahme. Ne? Also wirklich, dass man wirklich alles hört. Selbst wenn man ein bisschen weiter weg geht, dass man dann halt doch noch klar zu hören ist. Und weil das ist ja manchmal ein bisschen blöd. Also ich merke das ja auch, wenn sobald das iPhone ein bisschen weiter weg, gerade wenn ich Kaffee mache, stelle das iPhone, sagen wir mal, schon auf den Tisch, gehe dann zur Spüle zurück und dann, ja, klinge ich wie, da merke ich das dann. Ne? Beim Olympus ist das auch so, dass man dann denjenigen nicht mehr so hört. Aber da ist es wieder so, du hörst halt, dass da kein Filter drauf ist. Ja, es rauscht halt ein bisschen, ja, aber das ist halt ein anderer Sound wieder. Und sowas würde ich mir fürs iPhone wünschen. Dass ich selbst entscheiden kann, da haben wir wieder diese Selbstentscheidung. Will ich halt so aufnehmen oder will ich so aufnehmen? Ja, und ich meine, es ist ja schön, dass man den Stereoklang hat. Aber wenn ich natürlich immer dafür sorgen muss, dass ich einigermaßen nah dran sitze, das ist ja das, was wir auch hatten mit der Apple Watch. Ne? Also wenn ich die Apple Watch habe und aufnehme, und die ist ja ein Mono, die habe ich halt immer am Arm. So, wenn ich meinen Arm einigermaßen günstig halte, bin ich halt immer gut zu verstehen. Wenn ich jetzt aber so ein iPhone habe und ich stelle es irgendwie blöd hin und bin jetzt, vielleicht bin ich gut zu hören, aber die anderen sind halt sehr leise dann. Ne? Also, weil sie halt irgendwie weggefiltert werden oder weil da halt irgendein Geräuschefilter drauf ist, der dann irgendwie dafür sorgt, dass die Hintergrundgeräusche nicht ganz so kommen. Und ich bin ja für Atmosphären, ja. Also ich liebe ja Atmosphären. Und ich, wie hatte der David Georgi das damals gesagt? Ja, der Hörer möchte doch teilweise auch den Menschen, der 10 Meter weiter weg ist, hören. Das ist eine Aussage, die ich sehr gut fand, weil genau das ist es nämlich. Ich als Hörer, ich möchte ja hören, was der 40 Meter weiter weg sagt, weil genau das ist ja für mich interessant. Wie ich klinge, weiß ich ja. Ne? Wenn ich jetzt aber eine Atmosphäre aufnehme, dann möchte ich ja hören, was passiert irgendwo da hinten? Was sagt jetzt der kleine Junge oder der alte Mann? Weiß ich nicht, irgendwo in der Ecke. Kann ich das verstehen? Ja? Und das genau das interessiert mich ja. Ja? Also, oder wenn man jetzt das mal auf Tiere bezieht, ne, dann hörst du halt irgendwo in der Ecke einen Hund bellen, den du vielleicht selber gar nicht gehört hast. Ja. Und wenn das natürlich so weggefiltert wird, also, das merkst du halt. Ne? Und da, gut, jetzt könnte man wieder sagen, da ist ein Audiorekorder natürlich wieder weitaus besser. Aber, oder anders, aber
ich glaube, dass das mit dem iPhone auch möglich wäre. Oder überhaupt mit dem Handy. Ja, also wenn man wirklich so eine Funktion hätte, Mikrofone wirklich so anwenden, wie man es sich vorstellt, dann könnte man da noch mehr rausholen. Ja. Ich meine, es gibt ja sicherlich auch Momente, wo man nur die Stimme will. Ja. Und wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich mache jetzt einen Podcast, ich will was erklären, brauche keine Hintergrundgeräusche, brauche kein Voice-Over im Hintergrund, brauche kein, möchte wirklich nur, dass meine klare Stimme, meinetwegen, ich lese jetzt ein Hörbuch ein oder sowas, da wäre cool, wenn man dann so eine Voice-Isolation hätte, wo man sagen kann, okay, hier soll nur meine Stimme rauf und sonst gar nichts. Und wenn man das richtig gut einstellen könnte, schon während der Aufnahme, so wie ich es euch gezeigt habe mit dem Kontrollzentrum und Mikrofon, ja, das fände ich geil. Das müssten die Apps irgendwie noch drauf haben, dass man wirklich noch einstellen kann, wie man das Mikrofon haben möchte. Mit oder ohne Filter, mit oder ohne Isolation. Ja? Oder auch die Mikrofone einzeln aussteuern oder so eine Geschichte. Ne? Also das wäre echt, sowas würde ich mir wünschen. Ja, das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge. Fertig. Taste anhalten. Fertig. Folge Taste. 983. Mal wieder querbeet durch die ganze, ja, durchs ganze Themengebiet. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was draus ziehen. Vielleicht hat der ein oder andere ja sogar auch einen Tipp. Ne? Vielleicht bin ich ja auch so unwissend oder so. Vielleicht habe ich auch nur irgendwas nicht mitbekommen, was geht. Kann ja auch sein. Vielleicht kommt einer von euch auf mich zu und sagt, du Sven, weißt du, wie du das und das einstellen kannst? Dann klingt die Aufnahme noch besser. Wie gesagt, ich bin für jeden Tipp wirklich offen, was mich voranbringt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.